So, es geht endlich weiter mit Bernhard seinen Abenteuern in Trurelbüttel. Ja, vorher noch, darum starte ich im Hauptmenü. Es gibt derzeit ein Texture Pack für Halloween. Das habe ich einfach mal angemacht. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ich dachte, das schaut man sich gleich zusammen an. Wenn es einem nicht gefällt, gut, du hast keinen Einfluss mehr darauf, ich schon, dann kann man es ja einfach wieder ausschalten. Ich habe mir mal die Update-News durchgeguckt, da es jetzt schon ein Monat her ist, dass ich aufgenommen habe. Und es kamen einige Neuerungen. Also ich habe wohl was von Ratten gelesen, die Nahrungsmittel fressen. Ich habe etwas davon gesehen, dass man nun von sehen kann, wie der Arbeitsweg vom Haus zur Arbeitsstätte ist. Ein, zwei neue Rohstoffe kamen hinzu. Und was ich kritisch sehe, ist, Ende September kam das erste DLC raus. Ich glaube, Mitte August ist eigentlich erst das Hauptspiel rausgekommen. Zum einen sage ich mir, gut, ich habe nun mal das Hauptspiel gekauft und damit ist gut. Der Spielehersteller ist nicht verpflichtet, mir hier permanent neuen Inhalt zur Verfügung zu stellen und das kostenlos. Keine Frage, also wenn ich mehr haben will und es sind nicht irgendwelche Kleinigkeiten oder Fehlerbehebungen, sondern richtig neuer Inhalt. Also in diesem Erweiterungspaket ist wohl eine neue Karte drin, neue Produktionsgebäude und ich weiß gar nicht, ein, zwei Sachen standen da noch. Auf jeden Fall bin ich natürlich bereit dafür, wenn ich mir das Spiel gekauft habe und später zusätzlichen Inhalt haben möchte, dann kann man dafür natürlich auch bezahlen. Das ist heute nicht mehr üblich, würde ich so sagen, oder teilweise nicht mehr üblich. Aber es ist halt diese Kürze, nachdem das rauskam, also anderthalb Monate nachdem das Hauptspiel rauskam, schon das erste DLC zu veröffentlichen. Da stelle ich mir so vor, wie die in einer Sitzung sind und miteinander sprechen und dann sagt der eine, ach ja, neue Weidetiere gab es noch und ich glaube neue Felder, also Feldfrüchte. Und dann sitzen die da so in der Konferenz und dann sagt ein Mitarbeiter, ja, ich habe jetzt das Design für die Schweine fertig und für Mais. Und dann sagt irgendwer, ja, eigentlich können wir das ja in ein Erweiterungspaket packen. Dann sagt man, hä, aber ich habe das doch fürs Hauptspiel entwickelt. Ja, ja, aber ich denke, das Hauptspiel hat genug, das packen wir jetzt in ein Erweiterungspaket. Also für mich hat das irgendwie den Beigeschmack, dass es fürs Hauptspiel entwickelt wurde. Und weil das Hauptspiel dann genug Fülle hatte und aber noch in der Entwicklung war, man sagte, gut, dann fangen wir jetzt an, Sachen in ein DLC zu packen. Und dann können sich die Leute das für 5 Euro kaufen. So, es ist so ein bisschen, Ja, muss jeder selbst wissen am Ende, ob er sich das kauft oder nicht. Ich bin zurzeit mit dem Hauptspiel zufrieden und sehe daher keinen Sinn was heißt, ich bin mit dem Hauptspiel zufrieden? Ich bin mit dem Hauptspiel auch noch nicht mal weit genug, dass ich sagen würde, ja, ich brauche jetzt neuen Inhalt, da ich ja noch nicht mal den Inhalt des Hauptspiels entdeckt habe. Wie gesagt, am Ende bleibt es jedem sich selbst überlassen. Ich schaue mal, wenn es soweit ist. Vielleicht gibt es dann auch schon ein, zwei mehr Erweiterungspakete und vielleicht auch kann man das dann als Bündel kaufen. Mal sehen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit, ja, am 3.10. habe ich das letzte Mal aufgenommen. Mal schauen. Bernhard probierte, glaube ich, gerade die Arbeiterschicht und die Bauernschicht glücklicher zu machen. Und dort gab es ja so ein, zwei Probleme. Also das Hauptproblem an sich ist wohl, dass die Arbeiter fehlen.
Kann man hier von Halloween-Design reden? Ja, da sind Kürbisse. Es soll jetzt permanent regnen, eigentlich, oder es gibt kein schönes Wetter mehr. Oh, eine sehr schöne Vogelscheuche. Die ist jetzt auch dauerhaft im Spiel. Moment, ich muss mal kurz mein Headset richten. So, die ist jetzt auch dauerhaft im Spiel, aber halt nicht im Halloween-Design. Ja, hier so ein paar Kürbisse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, soll das Spinnweben darstellen? Knochen. Also, dass das Spinnweben sind, ist klar. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. So, oh. Schön lila leuchtend. Ja, das hat was. Mal in den Hafen geschaut. Oh, ein schöner Geist aufgehängt. Ja, ich meine, wir haben in 3 Tagen Halloween. Und das sieht doch ganz nett aus. Das würde ich jetzt so lassen. Ich denke mal, das mit dem Regen hat eigentlich keinen negativen Einfluss. Also, dass wenn Sommer ist und es hier nur regnet durch dieses... Ich nehme an, das ist halbwegs nur ein Texture-Pack, ist es ja nicht, aber ein kostenloses Erweiterungspaket, Halloween, dass es aber keinen Einfluss auf die Feldfrüchte hat, sondern dass die wachsen, als wäre Sonnenschein. Jetzt einmal durchgeschaut. 8 Arbeiter sind vorhanden. Holzfäller, einer, Sammler, Förster, Hafenarbeiter, ein Schreiner. Stimmt, Bernhard hatte Möbel in Auftrag gegeben. Also es gibt hier die Schreinerei und das Zeug oder den Zeugschmied. Bernhard hatte aber auch noch irgendeine Idee. Achso, Tabak. Stimmt, er hat einfach Tabak anbauen lassen für die nächste Saison, damit die Leute rauchen können. Nicht sonderlich gesund, macht aber glücklich. Wie stand es um die Forschung? 500 Münzen sind in der Stadtkasse. Ein Kleidergeschäft wäre gar nicht so verkehrt. Deko, ja, ich weiß es nicht. Es wirkt für mich so... Ja, es macht was, aber hat jetzt nicht die Vorteile. Kleidung produzieren. Irgendwie soll jetzt auch Leute, die in der Nähe von Kleidergeschäften wohnen, hübsche Hüte tragen oder ähnliches. So, die Zufriedenheit allgemein sehr gut. Bei der Sicherheit und bei der Religion ein bisschen mau. Luxusgüter werden dringend gebraucht. Und den Lagerbestand wollte ich noch einmal anschauen. Lebensmittel sind stark hochgegangen. Ob das für den Winter reicht, weiß man noch nicht. 2700 sind rausgegangen. Also da wird noch einiges kommen. Mal schauen, sonst muss über den Handel was hinzugeholt werden. Münzen sind da. Feuerholz wird fleißig produziert. Letztes Jahr wurden 830 verbraucht. Ja, es sieht doch ganz gut aus. Kohle ist etwas da, die wird immer komplett verbraucht. Kräuter könnte man ein paar verkaufen. Leder wird derzeit gar nicht verwendet. Hier noch einige Feldfrüchte.
Fisch wurde immer gut was geholt. Wildfleisch. Okay. Ich denke, damit kann man einfach mal die Zeit starten. Und es geht los. Ah, jetzt sieht man auch tatsächlich, wo die Leute arbeiten. Sehr schön. Ja. Das sind, nehme ich mal an, Träger. Konnte ich das? Irgendwie konnte ich doch sehen, wer in dem Haus wohnt, oder? Ach da, ja. Bauer und... Achso, Beruf. Arbeiter. Ja, die haben keinen Arbeitsweg. Hoppala. Die arbeiten da. Okay. Es gibt ein leerstehendes Haus, das heißt, es besteht derzeit auch kein Bedarf, neue zu bauen. Und dann... braucht Bernhard jetzt mal einen Plan. Hier passiert gerade nichts. Bisschen Kleidung könnte man einkaufen. Etwas Eisen ist nicht verkehrt. Wobei, oh nee, da gab es ja gerade von der Königin Marina die Erschaffende eine großzügige Spende. Etwas Bier klingt doch nicht verkehrt. Nicht die Welt, aber da ja auch bald das Fest der Gemeinschaft ist, möchte man da ja vielleicht mal etwas spenden zum Wohle der Gemeinschaft. Und verkauft werden Kräuter. So, dass der Handel bei 0, achso, na gut, dann 100 Kräuter werden verkauft, handeln, das ist gut. So, wenn man nochmal, da wollte ich gar nicht hingucken, aber Klassen wären nicht schlecht. Arbeiter. Oh, das ist aber mittlerweile eine ganz schön... Im Jahr 4 hat sich die Arbeiterklasse ganz schön entwickelt. Händler keine. Was heißt das hier? 35. Okay, ich blicke da jetzt nicht so ganz durch. Bei 27 und 254. Ach, sind das deren... Nee. Was ist denn diese Zahl hier? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also hier steht ja die Anzahl. 3 Stück gibt es. Hier stehen die Steuereinnahmen. Ich dachte mal, das hier wäre die Anzahl. Aber so viele Leute haben wir ja gar nicht. Oh,
Oder ist das irgendwie so ein Faktor? Je höher der ist, desto mehr braucht man von denen. Oder, ich meine, hier ist die Zufriedenheit, das Wachstum. Oder sind das tatsächlich die Steuereinnahmen, die pro Monat generiert wurden? Aber hier steht ja 170 pro Jahr. Oder ist das pro Person? Das könnte natürlich eher angehen. Gut, da wollte ich aber gar nicht hin, sondern in die Stellenübersicht. 8 Arbeiter, 4 Transporteure. Na, schläft der Wachmann wieder? Nee, heute mal nicht. Es soll ja auch ein paar neue Gebäude geben. Steinhaus, zweistöckiges Haus, Backsteinvilla, Unterkunft. Ja, Stadtgebäude. Ein Friedhof. Erhöht die Religion. Ein Markt. Okay, ein Markt lohnt sich also, um die, ich sag mal, jetzt holen sich die Leute den Weizen aus dem Lager für umsonst wahrscheinlich. Und hier würde der Weizen auf den Markt kommen, auf den Markt verkauft werden und der Händler darf Steuern zahlen. Eine Schule, braucht der Markt irgendwas, was wir nicht haben? Nee. Ein Wachhaus. Haben wir denn bisher einen Wachturm? Okay. 6x6, 6x6. Bräuchte man Ziegelsteine für ein Gasthaus? Eine Kirche, Haus der Heiler. Aha, aha. Zunfthäuser, fahrender Händler. Eine Universität, stimmt, davon habe ich auch gelesen. Gibt es... Hier ist einiges zugekommen. Hier wird Hafer, Weizen, Tabak, Apfel. Gut, gut. Produktionsgebäude. Fischerei, Pilzfarm. Das Kleidungsgeschäft. Verschönerungen, ja. Straßenbrücken. Dann geht's mal in die Forschung. Ich weiß auch gar nicht, jetzt so mit den Updates, ob das schon praktisch hier viel mit drin ist, aber da ich die Universität da gerade habe, scheint das wohl einigermaßen zu klappen. Also etwas mehr Lebensmittel wären ja sinnig. Eine Lehmgrube. Ein Holzkohlebrenner. Okay, dafür haben wir nicht genug Holz. Eisfischen. Das klingt doch erstmal gut. Dann gibt es etwas mehr Fisch im Winter und eine Richtlinie. Dann geht es erstmal jetzt auf die Nahrung. Oh, das sind fleischfressende Pflanzen. Jetzt sehe ich's. Sehr schön.
Also es werden mehr Einwohner gebraucht. Vielleicht könnte man noch einen Arbeiter in die Kohlemine schicken. Zack. Denn mehr Kohle hätte ich gerne. Den Unterhalt ein bisschen senken. Oder ein bisschen mehr Produktion. 120, das geht noch. Nicht genug Arbeiter, ich wusste es. Ja, da hat Bernhard ein echt schweres Los gezogen. Mit diesem Mangel an Arbeitern. Wie sah es denn die Erwachsenen mal aus, die Kinder aus, junge Menschen? 4 Stück stehen nur in den Startlöchern. Eieiei. Und Kinder, ja, es kommen bald welche, aber das braucht halt noch. Insofern bin ich eigentlich um die Zuwanderer sehr froh. Oh, es gibt ja doch einen sonnigen Herbsttag. Das ist doch schön. So, hier wird nochmal Weizen war hier angebaut. Genau, Weizen geerntet. Mit der Brauerei hat es ja leider noch nicht geklappt. Ich weiß gar nicht. War die noch nicht erforscht oder... Bienenstock. Oh, ein Bienenstock. Bienen mögen Obstbäume, daher erhöhen gut bewaldete Gebiete die Effizienz. Ja, oder reicht es, wenn ich die auch an der Obstplantage anbaue? Aber wo ist denn jetzt die Brauerei? Buchbinder. Parfümerie, Schneiderei, Ziegelei, Bäckerei. Ach, die Destillerie brauchte ich, ne? Wo gibt es denn die Destillerie? Hier. Das wäre dann ja vielleicht mal eine Möglichkeit. Darauf ein bisschen zu sparen und dann eine Destillerie zu bauen. Aber davon ab, dass keine Arbeiter in der Stadt sind. 38 Stück derzeit. Ja, die Anzahl der freien Arbeiter. Das hier braucht noch ein bisschen. Die eine verringerte Lieferzeit. Holz ist genug da, Gold ist genug da, Stein und Eisen. Ja. Und noch einmal. Ich würde hier nämlich gern ein bisschen automatisiert handeln. Denn Kräuter haben wir hier zurzeit immer mehr als genug. Und dann kann man automatisch Schiffe losschicken, die da was herstellen. Möbel und hier wird Werkzeug produziert. Oh, 30% weniger Wartung, das... Ja, natürlich würde weniger Eisen und Kohle kosten, dann richtig.
Ja, das gibt's auch nochmal dazu. Denn ich würde sehr gerne Eisen und Kohle sparen. So, jetzt wird... Ja, auf die Destillerie sparen ist gut, weil... Es gibt eh keine Arbeiter dafür. So. Das kann ich das hier eigentlich zum Wachturm umbauen? Ja, das ginge. Sehr schön, das heißt, ich muss die gar nicht neu aufbauen, sondern es reicht... was ist das denn hier? Ein Brunnen! Das ist ein Brunnen? Das sieht aber nicht so schön aus wie... Der hier. Der hat einen Tiefbrunnen. Der hier auch. Oder haben sie einfach verschiedene Designs? Das kann natürlich sein. Ja, ich senke noch mal ein bisschen die Feuergefährlichkeit. Ja, der bleibt so. Also gibt es einfach verschiedene Designs. Sehr schön. So. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich schaue gleich noch mal... Nein, ich schaue heute nicht mehr in die Update-News. Aber beim nächsten Update gebe ich mal so ein... kleine Update-News raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und ich bedanke mich, dass du zugeschaut hast. Auf Wiedersehen!